Nicht schlecht. Die Mädchen haben das Sagen, auch beim Sommertrend, was so Basteln angeht. Diese Loom-Armbänder sind unfassbar. Man sieht sie überall, die ganzen Arme von unten bis oben der Mädels sind bunt. Man fragt sich auch vor allen Dingen, wenn man jetzt in den Urlaub fährt, warum sind die in anderen Ländern so viel billiger? Ich habe ja 3 Töchter und in Südfrankreich, in Österreich, in Holland sind sie wahnsinnig billig oder günstig. In diesem Moment geht ein Zug in Richtung Grenze. Und man fragt sich, warum sind die bei uns so teuer? Und vor allen Dingen, was ganz angesagt ist gerade bei uns, sind diese, es gibt so nachtleuchtende, fluoreszierende. Dann hast du dann so ein fluoreszierendes Arm. Ist das denn so gut? Also sind das nicht Schadstoffe? Du, man darf das böse Wort ja gar nicht sagen. Ich hatte ja auch während der WM so Schwarz-Rot-Gold-Dinger bis hier oben hin wie Wolfgang Petri. Und das muss man dann in Würde und in Liebe tragen. Also früher waren sie aus Bast, weiß ich noch. Da habe ich auch geflochten, heute also aus Silikon. Und sie sind der Hit in jedem Jugendzimmer. Okay. Tabea, 14, hat mehr als 14 Armbänder. Jedes einzelne echte Handarbeit. Kleine, bunte Silikonringe, mit Liebe verknüpft, nennt sich... Ich sag einfach ganz normal Loom Bands dazu. Loom Bands, Loombänder, machen die Welt ein wenig bunter. Gehören diesen Sommer zur Kinderzimmer-Grundausstattung. Und so geht's. Gummi durch die Schlaufen ziehen, mit dem Daumen festhalten, die äußeren Schlaufen aufnehmen, festziehen und fertig. Circa 50 Gummis ergeben ein Band, ein einfaches. Etwas komplizierter wird's mit diesem Webbrett. Noch mehr Bänder, noch mehr Farben, unbegrenzte Möglichkeiten. Dann kann man auch zu jedem Outfit immer gucken, welches man anzieht. Oder man hält es wie US-Moderator Jimmy Kimmel. Gleich das ganze Outfit, gehäkelt aus Loombändern. Die Welt webt. Das Netz voller Loom-Band-Selfies, die Plastikbändchen im Trend. Und das auch am britischen Königshaus. Prinz William, der Thronfolger persönlich, trägt es. Royaler Schick zum Selbermachen. Nur leider nicht zum Selbstkostenpreis. Ein Päckchen 5 Euro. Viel Geld für kleine Gummis, die die Welt bunter, aber nicht unbedingt besser machen. Denn Silikon verrottet nicht. Loom-Bänder bleiben, auch wenn der Trend vorbei ist.